hier einen kompletten Stromausfall und deswegen auch keine Bilder von den Kameras gehabt. Das Spiel hat später begonnen um 20.27 Uhr. Also sie haben noch nicht allzu viel verpasst. Die Münchner Löwen in der blauen Spielkleidung wie immer. Wie gesagt, erst 5 Minuten gespielt. Die Techniker haben hier versucht, das Ganze zu reparieren. Aber es ist eben nicht so schnell gelungen, wie wir das uns erhofft hatten. Aber jetzt denken wir, dass alles ordnungsgemäß über die Bühne geht und dieses packende bayerisch-fränkische Duell dann wunderbar zu sehen ist. Das ist Schiedsrichter Manuel Gräfe, der diese Partie leitet, kommt aus Berlin. Ein Hühne von einem Kerl mit 1,94 groß. Und die Kräuter haben zum letzten Spiel 2 Wechsel vorgenommen. Burkhardt und Kaya sind draußen und dafür ist der junge Schröck drinnen und Suhrmann in der Defensive. Diese Partie könnte auch über die Außenpositionen entschieden werden, denn auch der neue Mann, der neue Chefcoach der 60er, Rainer Maurer, möchte das traditionelle Flügelspiel der Löwen wieder aktivieren. So wie es einst unter Werner Lorand praktiziert worden ist. Und Werner Lorand sitzt jetzt neben mir. Willkommen, Herr Lorand. Sie sind hier in dem Stadion mit den Löwen aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und ich spreche es mal gleich an, Herr Lorand. Sie haben gesagt ganz deutlich, wenn ich Trainer werden würde wieder bei den 60ern, dann hätten die noch eine Chance aufzusteigen in die erste Bundesliga. Ist da was dran? Aber es gibt doch keine direkten Kontakte zu Ihnen und wird es vielleicht welche geben, wissen Sie auch nicht, ne? Wir blicken mal ganz kurz auf die Aufstellung der Löwen. Rainer Maurer hat das Team etwas durcheinander gewirbelt nach der Pleite gegen Aachen. Das war aber auch zu erwarten. 4 Wechsel hat es gegeben. Und ganz interessant, auf der linken Seite 2 Jungspunde mit Patrick Milchraum. Er hat die 26, gibt sein Bundesliga-Debüt, hat noch keine Minute in der ersten oder zweiten Liga gespielt. Kam von den Stuttgarter Kickers. Und wir sind gespannt, wie der junge Bursche das hier alles lösen wird. Aber die 60er insgesamt ja auch mit Lehmann und mit Daniel Bayer im kleinen Jugendwahn, aber Lehmann und Bayer haben ja großartig gespielt in den letzten Wochen, zumindest die beiden, und das gibt Hoffnung. Den einzigen Höhepunkt dieser Partie haben sie in der 2. Minute verpasst. Ein Kopfball von Dietze, den der bärenstarke Torwart der Kräuter Fürther Bodut Mavric glänzend parierte. Ansonsten hier noch taktisches Spiel, viele Zweikämpfe. Die Mannschaften suchen noch ihre Kombinationen und ihr System. Markus Feinbier, jetzt höre ich gerade, Sie haben die Stimme von Werner Lorand nicht vernommen. Auch das bitten wir zu entschuldigen, aber heute geht es hier ein bisschen drunter und drüber im Grünwalder Stadion. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit Werner Lorand. Herr Lorand, grüß Gott. Grüß Gott. Hört man Sie jetzt? Hoffentlich, wenn mir die Leitung was sagen könnte. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt hören. Herr Lorand, ich habe es gerade angesprochen, Sie haben gesagt, wenn ich wieder Trainer werden würde bei den Löwen, dann wäre die Chance für den Aufstieg bestimmt noch da. Woher kommt der Optimismus? Ja, man kann doch jetzt nicht sagen, also die Runde ist schon für uns zu Ende. Wir haben keine Chance mehr.
aufzusteigen, wenn man auch dementsprechend, sind noch 19 Spiele mit dem heutigen Spiel und da hat man doch noch Chance aufzusteigen. Man muss nur dementsprechend arbeiten und daran glauben. Was sagen Sie zur Aufstellung der 60er mit den jungen Leuten auf der linken Seite, Patrick Milchraum, Marcel Schäfer, ist das der richtige Weg in die Zukunft? Ja gut, man kann schon junge Leute bringen, man muss auch junge Leute bringen, warum sollen sie nicht spielen? Das Entscheidende ist, dass das Mannschaftsgefüge passt und dann bringen die Jungen auch ihre Leistung. Was ist denn mit Ihren alten Stars von einst, mit Agostino und Tietze zum Beispiel, warum kommen denn die nicht in die Büsche? Ja gut, das ist eine Einstellungssache. Die beiden haben ewig Bundesliga gespielt. Der Roman Tietze ist A-Nationalspieler der Tschechoslowakei. Und die müssen sich, sie haben das, das einfach von meiner Sicht, so anderen, nein, sie haben das einfach diese Liga vom Gedanken her zu leicht genommen. Und deswegen kommt man nicht so zu ihrer Leistung. Was glauben Sie heute? Packen die Löwen das heute? Ja, das muss man abwarten. Jetzt ist das Spiel immer noch sehr zerfahren, muss ich sagen. Das ist von beiden Seiten. Es geht hin und her, aber keine klaren, oder wie man sieht, da als Heimmannschaft stehe ich zu tief und als Auswärtsmannschaft lasse ich den Ball zu wenig laufen. Da muss ich doch auswärts viel mehr kombinieren, da komme ich auch zu besseren Möglichkeiten. Aber jetzt sind wir auch mal ein bisschen geduldig, die Partie läuft noch nicht lange. Richtig. Dieses Abklopfen vollkommen normal. Vollkommen normal. Es ist auch eine wirklich packende Partie, denn die Greuther können bei einem Sieg wieder auf einen Aufstiegsplatz gelangen. Und die 60er müssen gewaltig aufpassen. Wenn sie nämlich verlieren, sind sie nur noch 3 Punkte vor einem Abstiegsrang. Und dann, mein lieber Herr Gesangsverein, Zurmann. Pardon, das war Weber. Christian Weber, auch ein junger Bursche mit 21 Jahren. Und das war die erste tolle Chance der Franken mit der Parade von Michael Hofmann. Friedrich Pasch wird diesen Eckball reintreten. Er mit Muskelproblemen seit Samstag. Benno Möhlmann hat da lange gezögert, ihn zu bringen. Heute Morgen noch mal ein Test, aber er glaubt, das wird funktionieren. Und Vollversammlung jetzt vor Michael Hofmann. Carsten Birk. Da wäre sie fast da gewesen, die dicke Chance für Roberto Hilbert. Handspiel abgepfiffen durch Schiedsrichter Manuel Gräfe. Die Gäste im defensiven Mittelfeld hier nochmal schön zu sehen. Roberto Hilbert, seine Mannschaft im defensiven Mittelfeld mit Weber und Zurmann. Also anders aufgestellt als zuletzt. Benno Möhlmann versucht über die Außen Druck zu machen, über Stefan Schröck und Roberto Hilbert. Aber das will auch Rainer Maurer. Lehmann, schön gemacht. Und Borut Mavric. Agostino, er muss auch mal explodieren. Von ihm erwarten Sie jetzt in den nächsten Monaten größere Taten als zuletzt. Paul Agostino hat erst ein Türchen geschossen in der zweiten Bundesliga, zu wenig. Wieder Hilbert. Feinbier gegen Costa. Rodrigo Costa wieder in der defensiven Zentrale der 60er nach der Gelbsperre. Heiko Westermann. Und da haben wir den neuen Mann Schröck. Agostino. Terni. Abseits.
Das war aber durchaus eine ansehnliche Kombination. Und die Abseitsposition haarscharf, aber schon korrekt gesehen vom Schiri-Assistenten Olaf Blumenstein. Das sind genau diese Geschichten, der Pass kommt und dann entscheiden Sekunden, Millimeter. Für die Spieler war es natürlich auch leicht schwierig, denn sie wollten das Spiel beginnen, durften dann aber nicht, waren aufgewärmt, mussten nochmal zurück in die Kabine. Also auch eine extremere Situation für beide Mannschaften. Thomas Kleine hat sich da verletzt. Ich denke mal, als er nach dem Kopfballduell aufgekommen ist, hat er sich das Sprunggelenk verdreht. Vielleicht wieder Zeit. Ein paar Worte von Werner Lorand zum Spielgeschehen in den ersten 16, 17 Minuten. Das einer ihrer Nachfolger, Rainer Maurer, kennen Sie ja auch noch gut. So selbstverständlich, ich habe bei mir selber gespielt, die ersten Jahre noch. Ist ein Grundstück, macht seine Arbeit immer korrekt, hat er bei mir auch gemacht. Und, ich wünsche ihm, dass er Erfolg hat. Könnte einer werden für die Zukunft, wenn er die nächsten zwei Spiele gewinnt? Das wird man sehen, warum nicht? Ich denke mal, die Entscheidung, wer 60er Trainer werden wird, hängt auch unter anderem von diesem Spiel ab. Bei einer Niederlage dürften die Tage von Rainer Maurer gezählt sein. Bei zwei Siegen bis zur Weihnachtspause wird sich das Löwenpräsidium so seine Gedanken machen. Das ist auch ganz normal. Das ist auch richtig. Marcel Schäfer auf der linken Seite zusammen mit Patrick Milchraum. No. Lehmann, Bayer, Agostino, Tor. Oh. Da war er wieder, dieser Borut Mavric, der hinter der besten Abwehr des gesamten Profifußballs in Deutschland steht. 11 Gegentore haben die Kräuter Fürther erst kassiert, unter anderem dank Borut Mavric. Hatten Sie gerade gesagt, Herr Lorand, Tor von Agostino? Ja, aber Riesenchance, die muss er eigentlich machen. Hier, nochmal schön zu sehen. Wie kann er eigentlich? Das war ein Foulspiel. Schiedsrichter hat aber weiterlaufen lassen. Vorher die Chance, war gut. Jetzt kommt die Chance, ja. Steht er nicht innen, nicht draußen. Und die muss er machen, den kann er auch. Heiko Westermann hat da bei den Franken leicht gepennt. Kolomasnik. Den Pass von Patrick Milchraum konnte niemand erreichen. Suhrmann, normalerweise ein rein defensiver Mann. Sascha Rösler liegt verletzt. Ja, in den ersten 20 Minuten. Doch eine ruppige Partie. Manuel Gräfe gibt Gelb für Rodrigo Costa, den Brasilianer. Der kann es nicht fassen. Schauen wir nochmals an. Suhrmann, dann Tietze gegen Suhrmann. Und ich habe da eigentlich gar nichts gesehen von Rodrigo Costa.
Aber Werner Lorand, er muss sich auch nicht so aufführen, oder? Man muss auch ein bisschen ruhiger bleiben in so einer Situation. Gut, das sind Emotionen. Die Spieler wissen auch jetzt in diesem Spiel, worum es geht. Und gut, man muss immer auch ein bisschen Gefühl haben als Spieler. Foul war das, da brauchst du dich aufregen. So, Standardsituation für Greuther Fürth und das gegen 60. Sie wissen, wie anfällig die Löwen in der Vergangenheit nach den ruhenden Bällen waren. 4 Stück haben alleine in Aachen geklingelt am letzten Wochenende. Heiko Westermann. Wunderbar gemacht von Michael Hofmann und von Sascha Rösler. Markus Feinbier, pardon. Christian Weber mit der Vorlage für Markus Feinbier. Und da wollte er ins Eck zirkeln, die Kugel. Und das ist so eine Stärke von Michael Hofmann. Aber er hat auch schon die eine oder andere Geschichte durchgelassen in den letzten Wochen. Hoch und tiefs. In dieser Phase, so nach 20 Minuten, übernehmen die Gäste das Kommando an der Grünwalder Straße. Die 60er lauern aufs Konterspiel. Feinbier wieder. Rösler. Das dürfte nicht im Sinne sein von Rainer Maurer, dem neuen Coach der 60er. Sie wollten gleich rausgehen und richtig Pressing spielen. Sie wollten über die Flügel spielen, die Zweikämpfe richtig annehmen. Das eine oder andere schon in Ordnung, aber tonangebend jetzt die Franken. Agostino, da haben wir Patrick Milchraum. Und Stefan Schröck, 19 Jahre ist er alt, spielt noch in der Jugend als Stürmer. Ein quirliger, quicklebendiger, kleiner Wirbelwind. Borut Mavic, der Slowene, sie haben mit seiner Verpflichtung alles richtig gemacht. Rodrigo Costa, normalerweise ein eher stiller Vertreter, heute ziemlich geladen. Tietze, der Kapitän. Von ihm erwarten sie schon lange größere Taten. Lehmann. Das war nicht schlecht. Matthias Lehmann. Vielleicht erinnern Sie sich noch an sein Hammertor in Saarbrücken. Aus 40 Metern. Und hier nicht ganz so weit entfernt, aber von ähnlicher Qualität. Auch ein Hoffnungsträger der 60er. Roberto Hilpert, der Wuschelkopf auf der rechten Seite.
schon in Ordnung so. Patrick Milchraum, mutig aus der zweiten Reihe. Und Sie können natürlich bei uns immer den Spieler des Spiels wählen. Simsen Sie mit H für Heimmannschaft und die Rückennummer und A für Auswärtsmannschaft mit einer Rückennummer. Schauen Sie sich an die Partie, wer gefällt Ihnen am besten, und dann ein SMS zur Wahl des Spielers dieser Partie. Gelb für Slobodan Komljenovic. Also jetzt schon die zentralen defensiven 60er, Costa und Komljenovic, mit Gelb belastet. Das belastet auch in ihren defensiven Aktionen. Müssen aufpassen. So resolut können sie nicht mehr zu Werke gehen. Naja. Die Bedeutung dieser Partie ist auch daran zu messen, dass immer mehr Spieler am Boden liegen und am Boden bleiben. Carsten Birk mit Gelb gegen Daniel Bayer. Wobei ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Das war eher eine Schwalbe von Bayer als eine gelbe Karte. Hilfbad kommt. Da ist Power und Zurmann abgepfiffen. Schreck, Dirk. Ja, da ist schon Dampf dahinter bei Stefan Schreck. Zusammenspiel mit Rösler. Das Ganze wirkt bei der Spielvereinigung Greuther Fürth harmonischer, eingespielter. Auch kein Wunder, sind schon länger zusammen. Und Manuel Gräfe, der Berliner, hat alle Hände voll zu tun in dieser hektischen Partie jetzt nach knapp einer halben Stunde. Werner Lorand, die Greuther Fürther wirken insgesamt schon ein Tick reifer, ne? Ja, sie spielen auch ein bisschen cleverer, weil wir haben ein bisschen mehr Ruhe am Ball. Und man darf nicht vergessen, gerade auf der linken Seite, der Junge, der macht sehr viel Tempo. Sehr viel Tempo, spielt sehr aggressiv. Und es geht einfach nur über die Flügel. Und denke, er geht in jeden Zweikampf, er geht auf Tempo. Und auf der Seite ist eigentlich das beste Flügelspiel. Auf der linken Seite, sonst sehe ich noch kein Flügelspiel. Ah ja, Stefan Schröck ist schon einer, der Harald Czerny gewaltig beschäftigt. Ja, er ist auch sehr schnell. Harald Czerny ist auch nicht der Langsamste. Aber er ist sehr schnell, der Kleine, sehr dynamisch. Und ja, er ist faul, da brauche ich mich nicht beschweren. Der Schlag von Czerny war gar nicht so schlimm. Ich glaube, der Sturz war hinterher. Ja, er ist da ein bisschen unglücklich gefallen. Ja. Hoffmann. Czerny. Die Gäste immer noch zu zehnt. Schröck wird behandelt, muss ausgewechselt werden. Das ist natürlich bitter
für Benno Mühlmann. Gerade er hat auf der linken Seite richtig Dampf gemacht. Die 60er in Verlegenheit gestürzt. Soll auf der rechten Seite bleiben, so Rainer Maurer. Gilbert. Missverständnis mit Heiko Westermann. Die Schulter hat's erwischt bei Stefan Schröck. Ja, ganz bitter. Gute Besserung von dieser Stelle. Aber ich denke, Benno Mühlmann kann auch in Zukunft auf ihn bauen. Da wächst was Starkes heran. Nach vorne dann wieder. Normalerweise auf der linken Seite immer Stammspieler bei den Gästen, Stefan. Olivier Kayas. Stefan. Der macht sich jetzt auch bereit. Das ist der logische Wechsel bei Benno Mühlmann. Hat auf Kayas verzichtet. Zugunsten von Schröck. Kayas hat schon 4 gelbe Karten und es ist vielleicht zu vermuten, dass Mühlmann ihn hier schonen wollte, weil es demnächst dann im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Alemannia Aachen geht. Bayer. Außen! Außen! Lass alle mit Patrick mit! Nimm mal vorne, zieh durch! Der neue Mann, Kayas, auf seiner angestammten Position. Und das hat Harald Czerny clever gemacht. Unter Werner Lorand war Czerny in erster Linie auf der rechten offensiven Position zu finden. Herr Lorand, ist das jetzt in Ordnung, dass er defensiver spielt im Alter? Harald hat bei mir immer offensiv gespielt, weil er sehr schnell ist und immer gerade, wenn er Platz hatte, über die Seite oder gut geflankt. Das war seine Stärke. In der Tiefe kann er auch spielen, aber er kommt nicht zum Abschluss. Das ist ein Problem. Er müsste mal bis zur Torlinie kommen und dann für Agostino mal was flanken. Ja, aber gut, das muss immer ein Pärchen sein, der Offensive und der Defensive. Einer muss steht, einer geht, heißt das. Und das ist mir da ein bisschen, wir kommen zu wenig. Gerade beim Heimspiel. Agostino und wieder das Foulspiel, in diesem Fall von Heiko Westermann an Patrick Milchraum. Und es gibt die nächste gelbe Karte. Haken und Ösen beim bayerisch-fränkischen Derby. Sagen Sie mal, Herr Lorand, wollen Sie denn eigentlich 60er-Trainer überhaupt werden? Ich biete mich nirgendwo an. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht tun. Aber wenn Sie jetzt mal so gefragt werden würden? Das muss der Verein entscheiden. Das müssen Vereine entscheiden und nicht ich. Naja, aber der Schiedsrichter ist mir ein bisschen kleinlich. Für jede Kleinigkeit, das war zwar faul, ist korrekt gefilmt, aber nicht, das war jetzt keine gelbe Karte. Er kommt nachher. Ja. Im Problem nachher. Der Spieler kommt im Problem. Den nächsten Foul muss er rausstellen. Oder da und da. Ich finde, das ist ein bisschen kleinlich. Könnte sein, dass diese Partie nicht 11 gegen 11 beendet wird. Milchraum. Ja. Gefällt mir gut. In den ersten 35 Minuten.
Aber die 60er spielen viel zu viel durch die Zentrale. Zu wenig Flügelspiel. Ohne Frage. Bayer. Jetzt mal Czerny. Jetzt kommt er mal durch. Masnik, Dietze, ja, Manuel Gräfe muss gewaltig aufpassen, dass ihm diese Partie nicht aus den Händen gleitet. Christian Weber. Aber diesmal gibt es keine gelbe Karte. Natürlich das Foulspiel an Matthias Lehmann. Ähnlich wie nach 2 Minuten die Chance von Tietze, jetzt die Kopfballmöglichkeit von Agostino. Hier schön verlängert fürs lange Eck. Da hat Borut Mavric Dusel gehabt. Für Paul Agostino heißt es auch, so einer müsste mal reinrutschen. Sowas würde ihm auch wieder Selbstvertrauen geben. Seine kämpferische Leistung zumeist tadellos. Marcel Schäfer auf links. Hitze. Benno Mühlmann hat am Donnerstag seinen Vertrag bis ins Jahr 2007 verlängert. Benno Mühlmann und Greuther Fürth, das ist eine Einheit, das passt zusammen. Das ist in der Vergangenheit auch schon so gewesen. Kajas. Dürfte da nicht zum Abschluss kommen. Harald Czerny muss auch gegen Kajas aufpassen, nachdem jetzt Stefan Schröck draußen ist, verletzungsbedingt. Bitte. So ist das halt im Fußballgeschäft. Benno Mühlmann verlängert, Rudi Bommer muss gehen, Rainer Maurer kommt. Das wird auch in 10 oder 20 Jahren noch so sein. Der 4. Trainer allerdings der Löwen, jetzt Rainer Maurer, in 9 Monaten ein bisschen des Guten zu viel, würde ich sagen. Schäfer. Patrick Milchraum bei seinem Debüt sehr engagiert, laufstark, mit Herz. Und wenn überhaupt was bei den Löwen nach vorne geht, dann ist es zumeist über links. Das Pärchen Patrick Milchraum, Marcel Schäfer. Wirkungsvoller als auf der rechten Seite Daniel Bayer und Harald Czerny. Wieder Milchraum. Gut gemacht gegen Westermann. Agostino war es und dann, meine Herren, abseits abgepfiffen, hätte nicht gezählt. Manuel Gräfe hat eingegriffen. Roberto!
Und hier war Kolomasnik im Abseits beim Schuss von Bayer. Weil Kolomasnik, denke ich, da Borut Mavric behindert hat, die Sicht genommen hat. Deswegen hat Manuel Gräfe diese Aktion abgepfiffen, vollkommen zu Recht. Aber wenn die Löwen gegen die beste Abwehr der ersten und zweiten Bundesliga überhaupt mal durchkommen, dann über die Flügel. Die alte Geschichte im Fußball kann auch nicht neu erfunden werden. Zweiter Ball! Zweiter Ball! Kolomasnik! Und da ist er draußen, der Borut Mavric. Hat auch noch gut mitgespielt. Er hat riesen Reflexe, eine Strafraumbeherrschung und spielt noch Libero. Das taktische Foul gegen Sascha Rösler. Das wäre gelb gewesen. Das wäre gelb gefallen. Das war kein normaler Zweikampf. Das war gelb. Weil er auch einen guten Konterangriff unterbrochen hat. Richtig, das war gelb. Ja. Wieder Rösler. Costa. So, es laufen die letzten drei Minuten einer irgendwo auch zerfahrenen, aber auch packenden ersten Halbzeit. Ist Rainer Maurer mit seinen ersten 45 Minuten bei seinem Debüt zufrieden? Lehmann, schlampiger Pass. Bayer gegen Kayas, der die Kugel verloren hat und jetzt versucht, sie zurückzuerobern. Stürmerfoul. Was meinen Sie, Werner Lorand? Ist Rainer Maurer mit der ersten Halbzeit zufrieden bei seinem Debüt? Weiß ich nicht, ich kenne seine Gedanken nicht. Ich wäre nicht zufrieden, weil bei Heimspiel, muss ich sagen, muss man einfach noch mehr Druck machen. Auch gegen Kräuter Fürth, weil das Kai ist zwar eine gute Mannschaft, auch die jetzt schon länger zusammenspielt, aber auch eine junge Mannschaft. Und da muss man einfach mehr Druck machen. Trotzdem aber auch viel Platz im Mittelfeld hat, ne? wenn man am Ball ist. Jetzt mal Kolomasnik, sucht Tietze. Immer noch Schäfer. Noch. Bayer. Sie versuchen durch die Mitte zu kombinieren, aber da stehen natürlich mit Frederik Paasch, Thomas Kleine, routinierte Abwehrstrategen im Zentrum der Gäste. Westermann. Feinbier. Hilpert. In der Anfangsphase sehr stark. Jetzt hat er sich ein bisschen mehr zurückgezogen. Feinbier. Torwart. Hätte Michael Hofmann rauskommen müssen. Die Flanke war können. Lang genug. Ne? Nicht müssen, können. 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 Nicht müssen, können. Dürfen. Auch. Also der Ball war lang unterwegs. Der Markus hat es angezeigt, dass er zum Flanken geht. Das war aber auch Foulspiel von Rösler gegen Costa. So, die erste Halbzeit ist rum. Werner Lorand, noch ganz kurzes Resümee von Ihnen.
Man kann nicht aus Löwensicht nicht zufrieden sein, aber es war auch eine durchaus spielstarke Greuther Fürther Mannschaft zu sehen. Ja, man, die stehen nicht zurecht in der Tabelle und spielen um die ersten drei Plätze. Das sieht man, dass sie Qualität haben. Aber gut, jetzt ist natürlich bei 60 zwei Heimspiel. Von meiner Sicht muss man einfach noch mehr Power haben. Kolomasnik, Bayer, Kajas. Das Halbzeit. So, das war's. Die erste Halbzeit ist rum. Das Debüt von Rainer Maurer. Die ersten 45 Minuten 0:0. Wir kommen gleich wieder. In der Pause gibt's einen Newsflash und dann, Herr Lorand, dann geht's wieder weiter mit Ihnen. Danke sehr. Bitte schön. Gleich geht's weiter mit Harzhaft frischer Biergenuss. Willkommen zurück im Löwenstadion an der Grünwalder Straße. 0:0 zur Pause. Gerecht eigentlich, denn beide Mannschaften hatten eine dicke Möglichkeit. Die Löwenfans hoffen noch auf das Comeback ihres Teams vor der Winterpause. Zwei Siege und sie wären wieder ein bisschen besser dran. Aber in der ersten Halbzeit waren die Franken mindestens genauso gut. Und Rainer Maurer wechselt nicht aus in der Pause. Auf den ersten Blick alle Jungs noch dabei. Paul Agostino engagiert, aber das Spiel der Löwen viel zu viel durch die Mitte. Und Werner Lorand sitzt immer noch neben uns und sie haben einen Fan zumindest im Stadion, der hier ein Plakat hat. Ja, es wird sicher nicht nur ein Fan sein. Nein, Gottes Willen. Ja. Aber das ist so, das ist auch normal. Benno Möhlmann hat einmal gewechselt. Für Matthias Suhrmann ist jetzt Thorsten Burkhardt in der Partie. Das heißt, im Endeffekt, Benno Möhlmann spielt einen Tick offensiver, denn Burkhardt ist vom Typ her sicherlich mehr nach vorne orientiert als Matthias Suhrmann, der neben Christian Weber mehr einen Staubsauger im Mittelfeld abgibt. Da haben wir den neuen Mann und wir freuen uns, dass der Strom immer noch da ist. Keine Ausfälle mehr. Leider einen Ausfall beim Team von Benno Möhlmann. Stefan Schröck mit einer Schulterverletzung raus, der gewaltig Wirbel gemacht hat in der ersten Halbzeit auf der linken Seite. Komjenovic. Da war die erste Ballberührung von Burkhardt und es gibt Eckball. Michael Hofmann bislang ohne Fehl und Tadel. Frederik Pasch, seine Muskulatur hält. Bangen und Zittern bei den Franken in den letzten zwei Tagen. Czerny auf der Linie, nochmal Czerny. Weber. Gestrecktes Bein, vollkommen richtig gesehen, gegen Costa. Und Raul.
außen saust Roberto Hilpert. 20 Jahre alt erst. Ein hoffnungsvolles Talent. Kolomasnik. Agostino, Bayer mitgenommen. Zu verspielt die Jungs, Werner Lorenz. Ja, alles so zu ungenau, zu überhastet. Ich habe so viel Zeit, da brauche ich nicht direkt spielen. Ruhig, spiel ruhig weiter, spiel ihn zu Ende, den Konter. Links war Patrick Milchraum vollkommen frei. Und jetzt ein Nasenstüber gegen Markus Feinbier. Die erste Halbzeit war mitunter schon ganz schön nicklig, die eine oder andere Härte. Aber es ist halt auch ein bayerisch-fränkisches Derby und es geht um viel in der zweiten Bundesliga für beide Mannschaften. Für die Löwen war es ein turbulentes Jahr 2004. 16 Spieler gingen, 13 kamen, ein Präsident kam, ein Geschäftsführer kam, drei Trainer waren weg. Meine liebe Herren, Herr Werner Lorenz, da war was los Ihren alten 60ern. Da war richtig was los. Ja. Und jetzt müssen sie versuchen, alles in die richtigen Bahnen zu lenken für eine bessere Zukunft. Bayer. Kajas, leichtsinniger Vogel, Bayer. So könnte es gehen. Und Benno Müllmann richtig sauer, ob dieses Bockes. Aber Borut Mavric hätte da keine großen Probleme gehabt. Bayer immer auf der rechten Seite, denn in der Zentrale der 60er wechseln sich Tietze und Lehmann in der Spielgestaltung ab. Gianni. Kajas. Rösler. Bayer. Kolomasnik. Aber keine Anspielstation da vorne für ihn da. Nur Agostino. Aber viel zu viele Frankengäste. Dann natürlich das Foul drüber gehalten, den Schlappen von Kolomasnik. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit wirkt nicht richtig ermutigend, Werner Lorenz, wenn man den Löwen zuschaut. Bislang fehlt noch. Mir fehlt der Wille, das Spiel zu gewinnen. Mir fehlt der absolute Wille. Ja, vielleicht geht's, vielleicht nicht. Der absolute Wille fehlt mir da. Da muss Kampf rein, da muss. Und dann komme ich auch zum guten Spiel.
wieder Hilpert. Wie in der ersten Halbzeit, in den ersten 20 Minuten. Stark auf der rechten Seite. Zusammen mit Westermann. Ein gutes Duo, auch in den vergangenen Spielen. Komjenovic raus. Birk. Die Löwen stehen zu tief hinten drin. Von Vorchecking ist da keine Rede. Das erfordert auch, Herr Lorand, Laufarbeit und Lust und Laune. Selbstverständlich, dafür die Laufarbeit ist im Fußball unheimlich wichtig. Wichtig, wenn ich Vorchecking spielen will, dann müssen alle mitmachen. Muss ich Press spielen, muss ich enger Mann stehen, im Mittelfeld schon. Darf mich gar nicht so weit zurückziehen. Lähmt die Angst vielleicht ein bisschen, die Beine? Ja, selbstverständlich. Ein bisschen Unsicherheit drin ist schon klar. Heute verlieren gegen Fürth, dann... Vom Verlieren reden wir ja nicht. Es geht einfach darum, um Spiele zu gewinnen. Ja, nur die Angst im Nacken vor der Niederlage. Und dann eine Mini-Katastrophe hier bei den 60ern. Mein Sprichwort heißt immer, wer Angst hat, verliert. Da ist was dran. Nicht nur im Fußball. Nicht nur im Fußball. Weber. Die Gäste wirken kompakter, wirken spielsicherer, kombinationsfreudiger. Sie stehen wunderbar im Raum. Die Spielaufteilung ist routinierter. Hilpert wieder. Und in dieser Phase der zweiten Halbzeit, nach gut 54 Minuten, können die 60er nur reagieren. Zum Agieren bleibt ihnen derzeit keine Zeit. Wo sind die Alternativen für den neuen Coach Rainer Maurer draußen? Für links vielleicht Marco Gebhardt, aber Patrick Milchraum macht es ganz ordentlich für meinen Geschmack. Grontiris könnte noch reinkommen im Sturm. Mal abwarten. Tietze. Was will er, der Kapitän? Will er sich in der Zukunft voll und ganz für die Löwen einsetzen? Oder ist der tschechische Nationalspieler mit den Gedanken immer noch bei einem tollen Erstligisten? Muss er sich entscheiden. Die Körpersprache der Hausherren war in der ersten Halbzeit wesentlich optimistischer, kämpferischer und auch jetzt schon im weiten Rund im Grünwalder Stadion die eine oder andere Stimme. Wir wollen euch kämpfen sehen und das ist eigentlich das Schlimmste, was man hören kann im eigenen Stadion. Da würde ja Werner Lorand vollkommen sauer werden. Das ist eine Voraussetzung für Fußball. Aber es stimmt doch, Herr Lorand, Sie waren in der ersten Halbzeit dynamischer, die 60er. Ja, das ist, ich muss, wenn ich rauskomme, muss ich mich wieder anders bewegen, eine ganz andere Körpersprache haben. Ich sehe so, die glauben selber nicht an sich, dass sie das Spiel gewinnen können. Da muss ich auch mal ein bisschen Sicherheit haben. Sicherheit heißt Selbstsicherheit. Ich will und ich tue alles dafür. Aber Selbstsicherheit kommt nur durch Erfolg. Der ist nicht da. Das ist richtig. Da geht nichts, denn da spielt immer blendend mit Borut Mavric, der slowenische Nationaltorwart. Hat seinen Kasten auch bei der Weltmeisterschaftsqualifikation gegen Italien sauber gehalten. Slowenien hat 1-0 gewonnen.
Tomljenović. Und kein Aufbauspiel mehr bei den Löwen. Keine Kombinationssicherheit mehr. Benno Möhlmann sieht das und müsste noch einen Tick mehr in die Offensive gehen. Diese Unsicherheit der 60er kann man ausnutzen. Die Begegnung verlagert sich mehr und mehr vor die Augen von Michael Hofmann. So hohes Bein von Schäfer. Deshalb die nächste Standardsituation. Was macht Manuel Gräfe? Elfmeter, gelb-rot für Costa. Was ist passiert im 16er der Löwen? Rodrigo Costa, da die Szene gegen Westermann. Mit der rechten Hand, mit dem rechten Arm, er versucht ihn zu blocken, schubst ihn ein bisschen weg. Also das ist schon eine sehr harte Entscheidung. Was meinen Sie, Herr Loran? Für mich ist es einfach Dummheit, sowas zu machen. Er konzentriert sich nur auf den Abwehrspieler, sieht den Ball gar nicht, macht die Bewegung des Stürmers mit. Ja, aus was für einem Grund denn? Sascha Rösler, das 1:0 für Greuther Fürth bahnte sich an. Gut, dieser Elfmeter, nicht hundertprozentig, nicht richtig auszumachen, was da Schiedsrichter Manuel Gräfe im Endeffekt entschieden hat. Die Armbewegung von Costa, aber es ist eine verdiente Führung für die Franken, ohne Zweifel, die das Spiel in der zweiten Halbzeit bestimmt haben. Mitten rein ins Herz der 60er, Sascha Rösler, sein 7. Tor in dieser Saison. Und er war seit 5 Spielen torlos in Folge. Also, das ist für ihn auch, für den Rösler, ein Befreiungsschlag. Und für die 60er eine ganz herbe Dusche. Weber, Kajas, Czerny kommt noch ran, das lange Eck, Glück gehabt für die 60er. Jetzt der Wechsel bei den Löwen, ein neuer Mann kommt mit der Nummer 30. Lukas Schukala und Harald Czerny geht. Lukas Schukala, ein Pole, der kam aus Metz hier an die Isar. Ein langer Schlags von 1,93. Ein Mann für die Defensive, ein Staubsauger, ein Abräumer. Das heißt, Rainer Maurer versucht erstmal die Defensive zu stabilisieren und denkt noch nicht an Sturm und Drang. Aber es spielt auch nur eine Mannschaft. Bayern gegen Franken, wie zuletzt im Frankenstadion. Die Bayern waren in Führung. Ein Mann mehr. Der Club kam zurück, aber mal gucken, was die Löwen machen.
Weiter geht's, weiter geht's. Normaler Pressschlag, das hat er richtig gesehen, Gräfe. Feinbier. Matthias Lehmann, gelb. Herr Lorand, das schaut nicht gut aus für Ihre Ex-Jungs. Die sind mir zu wild, zu ungehalten. Die Nerven gehen durch. Ja, sie sind nicht nervenstark. Gut, bei Lehmann, dem Jungen, aber das hat doch jeder gesehen, dass er da absichtlich falsch spielen lässt. So schlau muss er aber auch mittlerweile schon sein. So, und die nervenstark, gut, das ist klar, nervenstark sind sie ja gar nicht. Das sieht man, jetzt sind sie noch einmal weniger. Ja. Kajas. Herr Lorand, Sie haben es ja in der ersten Halbzeit schon prophezeit, dass dieses Spiel nicht mit 22 Jungs zu Ende geht. Und es kam so. Das war eine Folge. Manchmal haben Sie richtig recht. Nein, das war eine Folge. Das war eine ganz klare Folge. Am Anfang der Schiedsrichter jedes Foul oder ein bisschen extremeres Foul gleich gelb. Wenn es nach 10 Minuten schon 3 gelbe Karten gibt, ja, wie soll das Spiel enden? Und eine davon war Costa. Nein, schon eine davon war Costa. Und dass sie im Spiel da so eine Situation dann kommt, ist auch klar. Oder dass es kommen kann. Muss nicht sein, aber kommen kann. Vollkommen zerfahren jetzt die Partie. Und Manuel Gräfe ermahnt Kapitän Roman Tietze, die Ruhe zu bewahren. Rainer Maurer, auch keine Hilfe für seine Jungs. Er müsste jetzt coolen Kopf bewahren. Wenn das bringt, seinen 60ern gar nichts. Nur über Einsatz und Wille und Ruhe können sie zurückfinden ins Spiel gegen diese starken Gäste aus dem Frankenland. Kajas wieder, macht seine Sache auf der linken Seite ähnlich gut wie der verletzte Stefan Schröck. Und immer weiter die gleichen kleinen und groben Fouls. Gelb für Tietze. Und gelb-rot für Birk. Jetzt geht's 10 gegen 10 weiter. Das ist wieder die Möglichkeit für die Löwen, zurück ins Spiel zu finden, die in der ersten Halbzeit noch ordentlich gespielt haben, aber in der zweiten überhaupt nicht mehr auf dem Feld sind. Diese Partie holt seine Spannung durch diese vielen Fouls und diese Hektik auf dem Spielfeld. Von Spielkultur schon lange nichts mehr zu sehen. Ein bisschen noch von den Gästen, von den Löwen, nichts mehr. Jetzt der nächste Wechsel. Lance Davids für Patrick Milchraum. Also, was soll er machen, Rainer Maurer? Er muss offensiver werden und das ist er mit diesem Wechsel des Stürmers. Lance Davids. Tietze hat auch schon gelb, muss auch aufpassen. Na, wenn diese Partie mal nicht irgendwie 8 gegen 8 ausgeht, fliegen da noch welche runter, Werner Lorand, oder beruhigen sich jetzt die Spieler allmählich? Nicht, dass sie sich jetzt beruhigen, sind alle so ein bisschen aufgeheizt. Ja, der Roman muss aufpassen, und man sieht ja, der Roman muss aufpassen. Ja, hat schon gelb und ja, da muss man achten. Schlau sein, ganz schlau sein. Aber ob man in so einer Phase schlau ist, wage ich zu bezweifeln. Es geht drunter und drüber und mittendrin steht Manuel Gräfe. Rainer Maurer kriegt sich nicht mehr ein. Harald Czerny rechts. Alle reden und brüllen auf den Schiedsrichter ein. Er wirkt noch recht entspannt und ruhig.
keine Hektik beim Mann mit 1,94 Meter und 87 Kilogramm. Tietze, das war kein Foul gegen Sascha Rösler, hat den Ball gespielt. Und Bayern und Franken stehen sich da gegenüber und reden sich die Köpfe heiß. Friedrich Basch. Bayer. Wer bringt jetzt zuerst Ruhe? Mit solchen Pässen natürlich nicht so richtig möglich. Lehmann. Ungenaue Pässe. Komjenovic. Hilpert. Das schaut immer sicherer und reifer aus bei den Franken. Und die Löwen zu ungestüm. So einen Spieler muss man auch einfach mal stellen. Markus Feinbier nicht gleich faulen. Er konnte in dieser Situation kaum mehr was machen. Da sieht man, alt gegen jung. Ja. Ja. An der Außenlinie, er wollte nur sein Foul. Er wollte. Oder er kommt aus der Situation raus. Aber ich kann man auch mal den Körper nur einsetzen. Und selbstverständlich muss man den Körper. Den drücke ich mit der Brust über die Außenlinie. Aber Markus ist ein schlauer Spieler. Ich habe ihn gehabt. Ein ganz schlauer Spieler. Lehmann. Nach vorne bei den Löwen immer noch nichts. Niente. Jetzt geht das. Die Außenpositionen sind vollkommen verwaist. Bei den Hausherren. Mit Fußball hat das in dieser Phase nach knapp 70 Minuten nur noch herzlich wenig zu tun. Agostino. Jeder hat mit sich zu kämpfen. Dem anderen helfen. Kaum mehr möglich. Lehmann. Jedes Duell, und wenn es nur ein kleines Kopfballduell ist. Unsauber, unfein. In diesem Fall aber von Markus Feinbier mindestens genauso wie von Lukas Schukala. Grontiris wird womöglich rausgeschickt. Der Ersatzmann, Emanuel Grontiris. Vielleicht hat er den Schiri-Assi beleidigt an der Außenlinie. Kajas, Rösler. Natürlich weiß auch Rainer Maurer da draußen, wenn er diese Partie verliert bei seinem Debüt, dann
gibt es nach der Winterpause kein Wiedersehen. Also, pardon, Emanuel Grontieres, ich nehme alles zurück. Es ist der Physiotherapeut gewesen, der auf die Tribüne geschickt worden ist. Uwe Zeronik und nicht Emanuel Grontieres. Tietze, von ihm müssen jetzt Zeichen kommen. Kolomasnik. Aber Kräuter Fürth hinten bärenstark und sicher. Hier ist die Szene, wie der Physiotherapeut den Platz verlassen muss. Das bringt ja nun überhaupt nichts, wenn von draußen nur noch reingebrüllt wird. Da wären die Spieler noch verunsicherter. Emanuel Grontieres wird demnächst eingewechselt. So die Worte auf der Bank unten von Rainer Maurer. Lehmann, Kolomasnik gegen Kleine. Vollkommen verunsicherte 60er. Gegen ruhig dastehende Franken, die in der Offensive nur noch das Nötigste machen, aber hinten nie in Gefahr kommen. Kolomasnik. Aber es ist doch alles drin. Es steht nur 1:0 für die Gäste. Agostino, Elfmeter! Manuel Gräfe hat sich sofort entschieden. Thomas Kleine, der Übeltäter. Schauen wir nochmal hin. Agostino hier. Ganz klar, den kann man absolut geben. Strafstoß. Ganz klar. Das sieht auch Werner Lorenz so. Gucken wir noch mal hin. Er trifft natürlich auch ein bisschen den Ball, aber säbelt auch das Standbein um. Vertretbar, diese Entscheidung. Matthias Lehmann. Seinen ersten Elfmeter hat er verwandelt, ausgerechnet gegen Eintracht Frankfurt. Der junge Bursche hat schon so viel Verantwortung übernehmen müssen. Mit 21 jetzt die da. Und selbst nach diesem Elfmeter noch Panik im Netz und Handgemenge. Die 60er und die Franken außer Rand und Band. Und jetzt das ganze Gespann. Alle drei Schiedsrichter waren im 16er und haben sich um Ruhe bemüht. Agostino auch immer einer, der mittendrin ist. Und er bekommt noch Gelb, Paul Agostino. Ist das eine zerfahrene und wilde Partie hier an der Grünwalder Straße. Und ich glaube, Manuel Gräfe macht drei Kreuze, wenn die 90. Minute angebrochen ist. Können Sie sich das vorstellen, Herr Lorenz? Ja, glaube ich auch. Da wären bei Ihnen aber auch schon 1.017.000 wahrscheinlich geflogen bei diesem Spiel, hä? Kann sein. Und Sie wären, glaube ich, vielleicht schon auf der Tribüne gelandet. Hä? Muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Das entscheidet immer so Situationen. Das ist auch ganz klar. Also, Sie sind ein guter Wahrsager. Das Spiel 10 gegen 10, 1 gegen 1 zu 1, der Spielstand. Und plötzlich haben die Löwen wieder Oberwasser und es sah überhaupt nicht so aus, als ob die noch mal ins Spiel zurückfinden könnten.
Und im Spiel jetzt Emanuel Trontiris für Michal Kolomasnik, untergegangen in diesem ganzen Wirbel bei diesem Elfmeter. Genau, andersrum. Kajas. Bin mal gespannt, wie die Fürther jetzt reagieren. Kajas. Können sie diesen enttäuschenden Ausgleich wegstecken? Haben die 60er jetzt mehr Mut? Von Tiris. Kleine. Thomas Kleine, der den Elfmeter verschuldet hat. Er war mit der Fußspitze noch ein bisschen dran. Ganz schwer zu entscheiden. Hat Agostino auch clever gemacht. Und die Löwenfans sind auch zurückgekommen. Nach den Rufen, wir wollen euch kämpfen sehen. Jetzt wieder 60-60. Die Hoffnung ist da. In dieser packenden Partie. Nicht, weil sie so gut Fußball gespielt haben, sondern weil es Fußball pur war. Bayer kommt nicht zum Schuss und Rodiris. Und draußen Benno Möhlmann als kleines Rumpelstilzchen versucht seine Reihen zu ordnen. Die Hektik aus seiner Partie herauszunehmen. Sie haben alles richtig gemacht bis zu diesem Elfmeter. Die dominierende Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt geht's noch. 11, 12, 13 Minuten. Und da ist noch alles drin für die Hausherren. Erstaunlich. Schäfer. Da! Welch ein Dusel für die Kräuter. Und da ist der Ball im Netz. Das gibt's ja gar nicht. Was hat denn da Borut Mavric gemacht? Das Tor durch Roman Tietze. Ist dem Routinier hier jetzt so ein dicker Bock unterlaufen? Machen. Ja, der Lorenz, das schauen wir uns nochmal an. Ja, da müssen wir nochmal. Aber das Ding geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ist aber gegangen. Ja, das ist Fußball. Das ist ja unglaublich. Diese Partie, die geht auch in die Geschichtsbücher ein. Jetzt dieses Ding, das könnte schon reingehen. Da war Agostino. Ja, aber jetzt. Und jetzt Kajas und was macht denn da der gute Mavric? Ja, er hat nicht mitgerechnet, dass Roman Tietze kommt. Das sieht man ganz ja, genau. Ja, er dachte, aber es wäre ein Rückpass gewesen. Naja, mit der Brust ist kein Rückpass. Ja. Da, mit der Brust ist kein Rückpass. Mavric wollte den Ball nicht aufnehmen, weil er geglaubt hat, der Ball wäre ein Rückpass gewesen. Das war kein Rückpass, sondern er hat mit dem Bus gespielt, da braucht er nur aufnehmen. Schauen Sie den an, Michael Hofmann. Und da ist der Löwe wieder. Sie glauben wieder an sich. Der Löwe hat zurückgebissen. So sieht's aus. Und dieser einmalige Bock von Mavric. Ja. Hat so toll gehalten, die ganze Saison. Die Löwen zurück innerhalb von 5 Minuten. Sie waren praktisch schon der sichere Sieger, Kräuter Fürth. 1-0 vorne, ein Mann mehr. Und alles hat sich gedreht. Paul Agostino wirbelt im Strafraum der Gäste.
Plötzlich ist er auch eher aufgewacht. Das kann passieren. Aber er der Ausgangspunkt des 2:1 durch Roman Tietze. Paul Agostino, den Elfer hat er rausgeholt und auch das 2:1 eingeleitet hier durch diese Aktion. Das ist unglaublich. Das zweite Saisontor von Roman Tietze. Ein kurioses, das wir in den nächsten Tagen bestimmt noch oft bewundern werden. Auf allen Kanälen. Die Hausherren jetzt wieder bissig. Sie glauben wieder an sich. Wählen Sie den Spieler des Spiels. Simsen Sie H für Heimmannschaft, vielleicht Roman Tietze. Oder A für Auswärtsmannschaft. Ja, wenn Sie glauben, der Borut Mavric hätte das verdient, dann müssen Sie die 1 notieren. Der Klassemann. Christian Eichler jetzt im Spiel für Weber. Benno Mühlmann wird es nicht fassen können. Natürlich nachher bei uns im Interview diese Partie aus der Hand zu geben. Aber noch ist nichts verloren. Es bleiben noch 6 Minuten den Greuther Fürthern. Rösler, Kajas. Agustin. Natürlich jetzt leichteres Spiel für die 60er. Viel mehr Platz und Raum gegen die beste Abwehr. Lance Davids. Und dieses Mal Borut Mavric. So wie wir ihn kennen. Eine verrückte Partie, meine Herren. Kaum mehr Fußball in den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit. Nur noch Fouls und Gerede und Gebrülle und dann auf einmal die Wende für die Hausherren. Ruhe, erste Bürgerpflicht bei den Gastgebern. Aber Sie merken auch in diesen Szenen, in diesen Sekunden, dass selbst ein Komjenovic vollkommen verunsichert ist. Kein Aufbau von hinten raus, keine Sicherheit. Jetzt kommt plötzlich das Vorchecking der Münchner. Jetzt sind sie auch wieder läuferisch präsenter. Waren vollkommen eingeschlafen nach der Halbzeitpause. Kontiris.
Den Franken bleiben noch 3 Minuten, um zumindest punktgleich mit Alemannia Aachen diese Partie abzuschließen. Sie müssten gewinnen, um wieder auf einen Aufstiegsplatz vorzurücken. Pasch. Frédéric Pasch, der Schweizer. Und immer wenn nach ruhenden Bällen die Löwen in die Luft schauen, was da alles runtersegelt in ihren Strafraum, dann müssten sie nervös werden, denn nach Standardsituationen unterirdisch in den letzten Wochen. Lehmann. Agostino dazwischen. Rösler, Tietze schon da. 2 Minuten bleiben ihnen noch für den Ausgleich. Kajas. Kein Problem für Hofmann. Naja, so stark waren die Fürther in den letzten Wochen auch nicht. 2 Siege, 2 Unentschieden und jetzt vielleicht die 3. Niederlage. Das ist ein herber Rückschlag, wenn sie denn wirklich Ambitionen haben, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Werner Lorand, packen das ihre alten Löwen? Schaffen die das über die Zeit? Da passiert nichts mehr. Klare Ansage. Aber die sind immer noch nervös und unsicher. Ja, jetzt stehen sie tief, die anderen müssen kommen. Brauchen sie nur gut stehen, Zweikämpfe gewinnen, Bälle rausspielen. Und wieder gleich ein ganzes Rudel von Blauen bei Manuel Gräfe. Noch 4 Minuten zeigt er an. Der Daumen war nicht in der Luft, deswegen 4 Finger, 4 Minuten und das Foul gegen Burkhardt war keines von Bayer. Deswegen wohl auch die Aufregung. Ja, ist aber je nachdem, wo der Schiedsrichter steht. Der kann ja nicht sehen, ob er den Ball wegspitzelt. Da muss er gut stehen. Das ist ja auch ein Foul im Mittelfeld. Was soll das? Da braucht man sich nicht drüber aufregen. Wenn das vom Strafraum wäre, aber im Mittelfeld braucht man sich nicht darüber aufregen über so einen Fall. Als Spieler auch nicht, muss ich hier gleich Frédéric hinstellen. Pasch und die Standardsituation. Was soll denn da passieren? In der Situation. Ja, kriege ich noch einen Konter, also alle aufregen, kann noch einen Konter fahren. Frontieris. Weg damit. Und jetzt Ruhe, Zeit gewinnen bei den Löwen. Lehmann, viel gelaufen, viel gemacht. Was ist denn? Ist doch alles okay. Das ist ein wieder langer Ball. Das ist ja wirklich schön, Herr Lorand. Sieh mal so ruhig. Kann gar nichts passieren. Die letzte Minute läuft. Kann gar die nichts letzten passieren. Zwei. Ja. Und jetzt wollte ich Sie da unten sehen, an der Trainerbank. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist der kleine Unterschied, das ist der Verantwortung ist, ne? Das ist immer der Unterschied, ja. Ich glaube, man da unten sitzt, wo sich das Spiel anschaut, das ist immer der Unterschied. Hier wollte Rösler und Tietze mit fast Tätlichkeiten gegeneinander.
Heißsporne von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ein derart intensives bayerisches, fränkisches Derby. Und es ist das erste der beiden Teams im Profifußball. Zuletzt waren sie sich gegenübergestanden in der Bayernliga. Da stiegen die 60er auf. Und es läuft jetzt gleich die letzte Minute. 4 Minuten lässt Manuel Gräfe nachspielen. Nein. Und nach einem Freistoß gegen 60, Manuel Gräfe hat so entschieden. Entsetzen auf der Löwenbank. Und nochmals Hoffnung bei Benno Möhlmann und seinem Team. In die Zange genommen, Sandwich, kann man vielleicht so entscheiden. Was soll's, er hat's so gemacht. Man kann auch abpfeifen. Das Spiel abpfeifen? Ja. Ja, hat aber 4 Minuten angezeigt. Ja. So, Rösler ist einmal da. Stehen. Der kann das. Einmal stehen. Letzte Aktion. Steh. Rösler. Oh, siehst du. Und Matthias Lehmann am Kopf getroffen bei diesem Freistoß. Hier schön zu sehen, hat es noch abgewehrt und der Jubel von Michael Hofmann, das müsste jetzt geschafft sein. Aber es läuft immer noch die Spielzeit. Kein Foul, weiter geht's. Oh, ruhig ist. So, brauchst du nicht. Pfeif ab. Jawohl. Er hat sie gehört, Herr Lorand. Manuel Gräfe hat abgepfiffen. 1860 München gewinnt diese Partie mit 2:1. Kaum zu glauben, Herr Lorand, das hätten wir, glaube ich, so nach 70 Minuten nicht geahnt. Nee, nach 70 Minuten sah es nicht so aus. Nach der 1-0-Führung durch Strafstoß durch Kräuter führt und dann der Platzverweis. Einmal mehr, also danach hätte man eigentlich... Na gut, aber du kannst Spiele kippen, dann kommt der Strafstoß an Paul Agostino, Ausgleich, danach Platzverweis. Das war wirklich Fußball pur und Schwerstarbeit für Manuel Gräfe. Herzlichen Dank, Werner Lorand. Ich bedanke mich. War wie immer sehr nett, Ihnen zuhören zu dürfen. Wie es dann weitergeht mit Ihnen und den 60ern, werden wir sehen. Nur die Ruhe. Ja? Auf jeden Fall, 60 ist wieder dran, jetzt müssen sie... Das letzte Spiel in Aalen eventuell noch positiv gestalten und dann können Sie dem Weihnachtsfest schöner entgegensehen. Rainer Maurer mit seinem gelungenen Debüt. Auch er hätte das wohl noch vor 20, 30 Minuten nicht für möglich gehalten. Harald Czerny, die komplette Erleichterung bei den Löwen. Und man sollte auch an Benno Möhlmann denken, ja. Der Präsident hier, Karl Auer. Benno Möhlmann, der dieses Spiel mit seiner Mannschaft gut gestaltet hat, alles im Griff hatte, lange Zeit, dann kam dieser Elfmeter. Man kann lange darüber diskutieren, ob es denn einer war. Thomas Kleine vielleicht mit der Fußspitze noch dran. Wer für mich weiß, war beides Elfmeter. Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist Elfmeter. Und wenn das Werner Lorand sagt, dann stimmt es auf jeden Fall. Karl Auer wird jetzt so seine Schwierigkeiten haben. Wie ist diese Leistung der Löwen einzuschätzen? Geht es denn weiter mit Rainer Maurer? Auf jeden Fall noch ein Spiel, das ist klar. Aber was machen sie in der Winterpause? Wer kommt? Wer bietet sich an? Ist immer im Fußball ein Kommen und ein Gehen. Also, Matthias Lehmann bei Markus Götz nach dieser hektischen Partie. Danke fürs Kommen. Dranbleiben. Und hier ist der Spieler des Spiels. Sie, liebe Zuschauer, haben ihn gewählt. Es ist Matthias Lehmann. Herzlichen Glückwunsch erstmal. So wie das Spiel gelaufen ist, können Sie das schon fassen, dass Sie hier als Gewinner vom Platz gehen? Ja, nach der gelb-roten Karte von Rodrigo haben wir gewusst, es wird umso schwerer. Aber wir haben uns alle reingehängt. Und ich denke, wir haben verdient gewonnen heute und haben es noch umgedreht zum 2:1. Sie haben das wichtige 1:1 gemacht per Elfmeter. Das gucken wir uns natürlich noch mal an. Wir hoffen auf die Szene.
Da kommt es, es war eine ganz knifflige Szene. War es denn tatsächlich ein Strafstoß? Er war auch am Ball, wir sehen es hier. Gucken Sie mal genau hin, berührt den Ball, dann Ihren Mitspieler. Ja, ich denke, man kann es pfeifen. Man sieht, er trifft zwar leicht den Ball, aber auch den Paul und vorhin war es genauso eine Situation im Spiel, wo kein Foul gegeben wurde und ich denke, man kann ihn geben. Und dann ganz cool verwandelt. Zweiter Elfmeter schon in dieser Saison, wie auch gegen Frankfurt. Kein Problem für Sie? Ja, was heißt kein Problem? Ich nehme den Ball und suche eine Ecke aus und schieße, entweder ich treffe oder ich treffe nicht. Wie wichtig war das heute für den TSV 1860 München? Verdammt wichtig. Das ist verdammt wichtig, das kann ich Ihnen sagen. Wie ist das gelaufen in der vergangenen Woche mit Rudi Bommer? Erst hieß es ja, er wird Trainer bleiben und dann die Überraschung am Samstagmorgen. Hat die Mannschaft damit gerechnet, mit der Ablösung zu diesem Zeitpunkt? Nein, also überhaupt nicht. Es war morgens am Training. Da kam der Rudi Bommer rein und Michael Demke und haben gesagt, die sind beurlaubt worden. Und wir haben gar nicht erst gewusst, was los war. Und dann haben wir, natürlich war es scheiße, weil wir sind gut mit ihm klargekommen. Die Scheiße haben wir gebaut und er musste gehen für uns. Und wir haben auch heute ein Stück für ihn gespielt, auf jeden Fall. Ganz kurz noch, klappt es noch mit dem Aufstieg mit Rainer Maurer? Vom Aufstieg reden wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal 6 Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz und jetzt schauen wir, dass wir in auch noch 3 Punkte nachlegen. Herzlichen Dank. Bitteschön. Alles Gute, Dankeschön. Danke. So, liebe Zuschauer, gewonnen hat heute Henry Roos aus Neukirch und das haben sie gewonnen. Wir wünschen viel Spaß mit dem DivX DVD-Player von NetOnNet, Ihrem Fachhändler für Unterhaltungselektronik. Top-Produkte zu irritierend guten Preisen. www.netonnet.de. Und wir machen direkt weiter. Und bei uns ist jetzt der Trainer der Spielvereinigung Greuther Fürth, Benno Möhlmann. Ich habe es den Matthias Lehmann gerade schon gefragt. Es war ein unglaublicher Spielverlauf. Können Sie schon fassen, dass Sie diese Partie nach dem Verlauf noch verlieren konnten? Nein, normalerweise denke ich, mit der Führung und auch mit der Überzahl oder was weiß ich, müssen wir einfach einen Tick besser Fußball spielen, müssen wir weiter aggressiv stören, dann wären wir auch nicht in diese Schwierigkeiten gekommen. Die Münchner haben einfach ab dem Zeitpunkt unheimlich Einfluss genommen auf den Schiedsrichter und der ist leider gekippt. Das ist sicherlich der zweite Grund gewesen, aber entscheidend sind letztlich wir gewesen, weil wir zu sehr zurückgezogen agiert haben und nicht mehr guten Fußball gespielt haben, die Überzahl einfach nicht gut genutzt haben. Sie sprechen es gerade selbst an, es war unglaublich hektisch. Hatten Sie den Eindruck, dass der junge Manuel Gräfe, der Unparteiische, da ein bisschen überfordert war? Ja, ich denke, das geht ja schon am Anfang los. Der Costa kriegt die erste gelbe Karte und zeigt einen Vogel. Also da muss ich irgendwie anders auftreten gegenüber diesem Spieler. Sonst habe ich keine Chance, nachher das Spiel souverän über die 90 Minuten zu bringen. Es gab viele knifflige Entscheidungen. Unter anderem war da die Entstehung zum Elfmeter, zum 1:1. Wir haben es gerade schon mal gesehen und mit Matthias Lehmann besprochen. Wollen das natürlich auch noch mal mit Benno Möhlmann tun. Es ist eine knifflige Situation. Noch mal ganz genau hingeguckt. Er spielt Ball. Und dann den Gegner, was meinen Sie? Nein, das sehen Sie ja, dass der Agostino da einfach in den Gegner reinläuft. Der geht ja nicht zum Ball, sondern der läuft, er sieht das Bein und läuft praktisch in den Thomas Kleine rein. Der Thomas, der den Ball spielt, also das ist ganz klar ein geschundener Elfmeter, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dann das 2:1 in der 81. Minute, es war ein hochgradig kurioses Tor. Gucken Sie sich das mal an. Jetzt hier, von der Latte geht er erst raus und dann denkt der Mavrić da, er darf ihn nicht aufnehmen? Nein, ich glaube nicht. Ich denke einfach, dass der Mavrić den Ball haben wollte und der Oliver Kajas nochmal mit der Brust hingeht, anstatt wegzubleiben. Dann wäre der Mavrić direkt zugelangt und dass er dann eben zu spät reagiert. Das ist schon ganz schön bitter. Der Mavrić war bislang vielleicht der beste Keeper in der 2. Liga. Heute auch super gehalten und dann so ein Ding. Ist das irgendwie zu erklären? Ich denke vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wo wir doch einige große Chancen über uns ergehen lassen mussten, hat er sehr klasse und sehr gut gehalten und hat einfach das 0:0 auch mit in die Halbzeit gebracht. Aber in der zweiten Halbzeit müssen wir einfach mit der 1:0-Führung der Überzahl besser Fußball spielen, dann gewinnen wir es. Das haben wir nicht hingekriegt. Und da brauchen wir jetzt auch nicht den jungen Schiedsrichter in den Vordergrund schieben. Auch wenn er es nicht einfach gehabt hat und sicherlich da ja, vielleicht sogar überfordert war. Freitag geht es schon weiter. Nächstes ganz schweres Spiel zu Hause gegen Alemannia Aachen zum Vorrundenabschluss. Jetzt haben sie heute verloren, da wird es wieder schwer. Haben Sie ein bisschen Angst, dass die tolle Vorrunde da so ein bisschen einen Nebengeschmack bekommen könnte? Angst habe ich sowieso nicht im Fußball. Angst braucht man nicht haben. Wir wissen, dass wir zu Hause insgesamt anders auftreten, von Anfang an anders auftreten, als wir es in den letzten Wochen auswärts geschafft haben. Und ich hoffe, dass wir einfach noch die Kraft haben, dieses Spiel dann mit einem Sieg zu beenden und auf eine gute Punktzahl zu kommen.
danke mich ganz herzlich bei Ihnen. Danke, dass Sie sich so schnell nach dem Spiel, nach so einem emotionalen Spiel gestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, okay, Herr Müllmann. Danke sehr. Ja, liebe Zuschauer, hier gibt es natürlich noch einiges zu besprechen. Natürlich auch mit dem neuen Trainer der Löwen, mit Rainer Maurer. Das werden wir gleich tun. Noch mal kurz durchschnaufen nach so viel Hektik. Gleich sind wir wieder da. Hattrick wird Ihnen präsentiert von Hasse Röder Premium Pilz. Herzhaft frischer Biergenuss. Und Bet and Win, die Sportway. Hattrick wird Ihnen präsentiert von Hasse Röder Premium Pilz. Herzhaft frischer Biergenuss. Und Bet and Win, die Sportwette im Internet. Und hier ist nochmal das Stadion an der Grünwalder Straße. Die Löwen, der TSV 1860 München, hat die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 2:1 bezwungen. Es war ein unfassbar emotionales Spiel. Und der Siegtorschütze Roman Tietze, der ist jetzt beim Kollegen Frank Schmettau. Roman Tietze, was für ein Derby. 2:1 Sieg für die Löwen. Glücklich oder verdient aus Ihrer Sicht? Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir ganz ordentlich gespielt nach vorne. Wir haben auch zwei, drei gute Möglichkeiten, aber leider nicht genutzt. Und zweite Halbzeit, es hat für uns nicht so schön angefangen. Wir haben ganz früh schon gelbe, rote Karte bekommen. 11 Meter, 0-1 Rückstand, ganz schwere Situation für uns. Und was hat euch geholfen, in der Situation zurückzukommen? Ja, dass die Vierte auch rote Karte bekommen, glaube ich. Da haben wir uns beruhigen und wir haben uns auch gesagt, das versuchen wir ein bisschen ruhig spielen. Da mussten wir ein Tor schießen und da sind wir irgendwie wieder spielen und das hat uns gelungen. Sie haben den Siegtreffer geschossen für die Löwen, ein sehr kurioses Tor. Wie haben Sie es denn erlebt? Ja, das war unverständlich dazwischen Abwehr und Torwart. Ich glaube, die dachten, dass sie ganz alleine da sind im Strafraum und keiner hat mich gesehen. Ich bin ganz von hinten gekommen und der Torwart wollte den Ball ganz ruhig nehmen, glaube ich. Und ich habe ihn einfach dazwischen erwischt und Glück reingetan. Jetzt habt ihr einige schwere Tage hinter euch mit dem Trainerwechsel. Jetzt ist Rainer Maurer da. Wollt ihr denn mit dem weitermachen? Ja, jetzt ist Rainer Maurer bei uns und wir spielen jedes Spiel wie jeder andere, auch wie bei Rudi Bommer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist nichts anderes. Es hieß oft aus der Mannschaft, der Rudi Bommer, der war zu nett, der war zu lieb, der war zu sehr Mensch. Braucht ihr mit Verlaub einen richtigen Schleifer als Trainer? Nein, das ist, ich glaube, das kommt immer von Erfolg. Wenn Mannschaft Erfolg hat, dann ist alles viel einfacher. Wir haben leider keinen Erfolg gehabt. Wir haben viele Spiele verloren und nicht so viele Punkte gemacht, wie wir uns vorgestellt haben. Und deswegen jeder sucht, wo die Fehler liegt. Und jetzt war wieder Rainer Maurer auf der Bank und wir haben versucht, genau das gleiche zu spielen wie vorher. Okay, vielen Dank. Ja, das war es zunächst mal, aber wir werden natürlich noch mit dem neuen Erfolgstrainer sprechen des TSV 1860 München, Rainer Maurer, der wird gleich hier bei uns sein, versprochen. Kurze Pause nochmal. Gleich geht's weiter mit Hass 20:15 im DSF. Hattrick wird Ihnen präsentiert von Bet and Win, die Sportwette im Internet. Und Hasse Röder Premium Pilz. Herzhaft frischer Biergenuss. DSF, mittendrin statt nur dabei. Jetzt geht's weiter mit Bet and Win, die Sportwette im Internet. Ja, die Löwen haben es tatsächlich noch gepackt. 0-1 waren sie hinten und dennoch haben sie mit 2:1 gewonnen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und gerade eben ist er eingeschwebt. Das war eine Punktlandung, vor 2 Sekunden hier angekommen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer Maurer. Das war eine ganz schön emotionale Sache, für Sie sicher auch, oder? Ja, danke schön. So hätte man natürlich den Auftakt nicht vorgestellt mit Emotionen und dem Spielverlauf. Und das war natürlich ein Happy End, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann. Und ich bin natürlich schon froh, dass man im ersten Spiel auch die 3 Punkte eingefahren hat. Und vor allem, dass man auch die Zuschauer endlich mal wieder ein packendes Spiel gesehen haben. Ja, es war nicht nur packend, es war über weite Strecken aus meiner Sicht auch hektisch. Es gab eine Unzahl von gelben Karten, es gab knifflige Entscheidungen, es gab Rangeleien. Haben Sie eine Erklärung, wie diese Hektik ins Spiel kam? Na gut, der Schiedsrichter hat sicherlich sehr früh relativ aus meiner Sicht unnötig mit den Fouls und gelben Karten gezückt.
Somit hat er sich natürlich selber unter Druck gebracht, dass natürlich hier mit einer gelb-roten Karte, mit einem Elfmeter, mit einigen Aktionen, die aus unserer Sicht jetzt nicht so gesehen wurden, dass natürlich da eine zusätzliche Emotion reinkam. Das war natürlich klar, das war sicher nicht einfach zu pfeifen für den Unparteiischen. Und unterm Strich, mein Gott, ist ganz normal Derby und für uns ging es letztendlich um die allerletzte Chance, dass wir die auch versucht haben zu nutzen, das ist ganz normal. Ich möchte den Schiedsrichter Manuel Gräfe an dieser Stelle aber auch mal in Schutz nehmen. Ich habe beobachten können, ich stand direkt daneben, dass ihre Spieler immer wieder bei jeder Aktion auch auf der Bank aufgesprungen sind, reingebrüllt haben. Da kommt natürlich auch eine Hektik auf, das kriegen auch die Zuschauer mit, das wird übernommen. Das ist schon ein bisschen knifflig gewesen. Es war natürlich so, dass natürlich einige Aktionen direkt vor der Bank waren, die aus unserer Sicht natürlich überhaupt nicht verständlich waren. Ich sage nochmal aus unserer Sicht, vielleicht haben wir da auch die Löwenbrille zu klar drauf gehabt, aber ich konnte einige Aktionen überhaupt nicht nachvollziehen und musste dann natürlich auch den einen oder anderen sogar mal beruhigen, dass wir uns entsprechend dann hier wieder ganz normal verhalten. Es hat ja funktioniert am Ende. Wir gucken uns mal eine dieser kniffligen Szenen an und zwar die Entstehung des Elfmeters, der zum 1:0 führte. Hier, Rodrigo Costa gegen Westermann. Gucken Sie mal genau hin. Und die Frage stellt sich mir da schon, warum spielt er da gegen den Mann und deckt ihn nicht im Raum, guckt nicht nach dem Ball? Na gut, das war sicher eine schlechte Aktion vom Rodrigo. Dass er ihn dann natürlich da erwischt, war wahrscheinlich auch keine Absicht. Gehen wir davon aus, weil auch der Schiedsrichter daneben war. Aber man kann den Elfer schon geben? Man kann ihn auf alle Fälle geben. Natürlich, aus Sicht war natürlich auch, dass der Spieler gemacht hat und der wurde ja auch wahrscheinlich getroffen. Ist klar, ganz legitim, dann ist der auch gefallen und man kann den Elfer sicher vertreten. Ich kann gut verstehen, dass Sie da den Rodrigo Costa in Schutz nehmen und sagen, dass er es vielleicht nicht wollte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so muss er doch da nicht hingehen, direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Wenn Sie jetzt verloren hätten, würden Sie wahrscheinlich auch anders über die Szene sprechen. Ja gut, das ist natürlich ein dramatisches Spiel. Da macht man natürlich in dem Eifer des Gefechts mal eine unglückliche Aktion oder eine schlechte Aktion. Ich meine, das geht trotzdem weiter, obwohl er uns natürlich da einen Schaden zugefügt hat. Er hat ansonsten ja auch ganz gut gespielt gehabt. Und sicherlich, wenn man dann gewinnt, kann man das natürlich leichter wegstecken, als wenn man dann danach als Verlierer vom Platz geht. Ganz klar von der Richtung her. Rodrigo weiß selber, dass er eine Dummheit gemacht hat. Und gut, das war natürlich nicht so, wie wir das vorgestellt haben. Es hat ja doch noch geklappt. Das 2:1 fiel gerade noch rechtzeitig in der 81. Minute. Das wollen wir uns natürlich auch noch mal angucken. Es war ein hochgradig kurioses Tor. Endlich mal über die Flügel gespielt. Das wird Sie freuen, aber dann gucken Sie mal hin. Wie kann denn sowas passieren? Ja gut, hier sieht man natürlich den unbändigen Willen, das Tor zu machen. Zuerst haben wir riesen Pech, super vorgetragen, Energieleistung von Marcel Schäfer. Missverständnis hier zwischen Kajas und Mavric. Aber da sieht man halt auch, wenn man hier so einen Roman Tizzi hat, der den Willen hat, vielleicht da noch den Meter zu gehen in der 80. Minute, muss man dann auch ein hohes Lob zollen. Sie sprechen gerade den Willen von Roman Tizzi an. Ich will ganz ehrlich sein, den habe ich bislang in dieser Saison noch nicht immer von ihm gesehen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Er als Kapitän muss da ja auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Haben Sie mit ihm ganz explizit jetzt auch vor dem Spiel nochmal gesprochen, dass er jetzt die Verantwortung übernehmen muss? Natürlich habe ich das nochmal angesprochen, weil ich weiß, was der Roman kann mit seiner hohen Aggressivität, mit seiner Laufintensität. Und habe ihn natürlich bewusst ebenso wie den Paul Agostino nochmal hier auch vor versammelter Mannschaft nochmal angesprochen. Ich weiß, was sie können, aber die müssen einfach auch entsprechend das abrufen. Ich werde mit ihnen auch individuell dann noch trainieren, dass sie auch ihre Fähigkeiten entsprechend einsetzen können. Jetzt wollen wir mal hören, was der Manager zu sagen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das war ganz schön anstrengend für ihn. Roland Kneißl jetzt bei Frank Schmettau. Die Frage, Markus Götz, die gebe ich doch gerne mal weiter. Wie anstrengend, wie emotional war es denn für Sie, Herr Kneißl, heute? Ja, ich habe schon entspanntere Spiele erlebt natürlich. Es war halt alles drin, was man sich vorstellt bei einem packenden Fußballspiel. Mit dieser ganzen Historie vom Spiel und mit diesem Druck, mit dem wir natürlich wieder einmal in ein Spiel gegangen sind. Und da fällt natürlich schon ein mittelgroßer Stein vom Herzen. Hand aufs Herz, nach dem 0:1 durch den Elfmeter, die gelb-rote Karte für Costa. Haben Sie gedacht, okay, wir kommen nochmal zurück? Wir haben es nicht gedacht. War ein Niederschlag, der schwer zu verdauen war, auch für mich. Und wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist und wie wir dagegen gehalten haben und wie dann das Publikum darauf eingestiegen ist, das war sensationell und das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Was machen Sie jetzt mit dem Rainer Maurer? Rausschmeißen können Sie ihn jetzt nicht wieder nach dem Sieg, ne? Das hat keiner gesagt, dass wir ihn rausschmeißen. Aber er hat gute Karten, noch über die Winterpause bis zur neuen Saison zu bleiben. Ja, wir wollen jetzt nicht alles, was wir vorher gesagt haben, wieder verteufeln nach einem Spiel. Das war absolut richtiger Ansatz in die richtige Richtung. Ich habe gesagt, am liebsten wäre mir, der Rainer Maurer bleibt noch länger unser Trainer, weil ich von seinen fachlichen Qualitäten absolut überzeugt bin.
Und wenn man so einen im Haus hat, wieso sollte man sich dann groß auswärts umschauen? Aber trotzdem wollen wir jetzt nicht so euphorisch werden. Wir müssen wieder einmal, das habe ich in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt, auswärts dieses Engagement, diesen Einsatz bestätigen. Ob man jedes Spiel dann gewinnt oder Punkte holt, ist wieder was anderes. Aber wenn die Mannschaft wieder so auftritt, dann sehe ich auch keinen Grund, da aktiv zu werden. Okay, doch eine klare Aussage. Vielen Dank, Ronan Kneisel. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. Nicht nur die 60er sind wiedergekommen, Markus Götz kommt jetzt auch wieder. Und das wird den Rainer Maurer sicher freuen, was der Roland Kneisel gerade gesagt hat. Sieht ganz gut aus mit einer Weiterbeschäftigung. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Durchschnaufen, das müssen wir erstmal verarbeiten. Dankeschön. Alles klar, Dankeschön. So, liebe Zuschauer, wir gucken auf die gesammelten Ergebnisse dieses 16. Spieltages. Der neue Civic, jetzt noch sportlicher. Beschleunigen Sie Ihren Alltag mit dem neuen Sondermodell Honda Civic Unlimited. Honda, the power of dreams. Und direkt rein in die Tabelle und wir sehen, dass die Spielvereinigung Greuther Fürth es nicht gepackt hat, wieder auf die Aufstiegsplätze zu springen. Aachen jetzt vor Fürth und die Löwen stehen auf Platz 6. 23 Punkte haben sie, 8 sind es noch bis Platz 3. Wer weiß, sie haben es noch nicht aus den Augen verloren. Vielleicht klappt es ja doch noch, wenn sie tatsächlich mal in einen Lauf reinkommen. So, das soll es gewesen sein. Es war ganz schön chaotisch heute. Erst mit dem Stromausfall, dann so ein hektisches Spiel mit 2 Elfmetern, 2 Platzverweisen. Es war alles geboten. Ich hoffe, Sie sind gut unterhalten worden. Jetzt geht's weiter mit Laola. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.